Nach dem Rücktritt von Crispy als Ministerpräsident am 5. März 1896 aufgrund des Debakels in Äthiopien wurde mit Antonio Staraba Marchese di Rudini ein Adliger dessen Nachfolger. Und dieser Rudini war es nun, der die Politik nochmal ein bisschen veränderte. Zunächst einmal schauen wir uns die Außenpolitik an. Dort schloss man zunächst am 25.10.1896 den Frieden von Addis Abeba. Man gestand Äthiopien seine Eigenständigkeit ein und damit endete auch jeder Traum davon, Äthiopien einmal zu einer Kolonie Italiens zu machen. Man hatte eben so eine Niederlage erlitten und keine Möglichkeit, ohne diesen Friedensschluss nochmal diesen Plan zu verwirklichen. Zugleich findet eine Annäherung an Frankreich statt, vor allen Dingen begründet aufgrund dreierlei Dinge. Zunächst einmal fühlte man sich nicht unterstützt vom Dreibund, gerade in Ostafrika. Man sah auch einen Grund in der Niederlage, eben die fehlende Unterstützung des Deutschen Kaiserreiches und Österreich-Ungarns. Als zweiter Punkt kommt hinzu, dass das Deutsche Kaiserreich immer anti-englischer in seiner Politik geworden ist und eben Italien nicht England zum Feind haben wollte. Im Gegenteil, man wollte ja eigentlich England zum Bündnispartner noch bekommen. Und das dritte ist, dass die irredentistischen Tendenzen in Italien immer größer geworden sind und das nur schwer vereinbar war mit Österreich-Ungarn, weil ja die Gebiete, die erlöst werden sollten, also die unerlöst waren aus Sicht der Irredentisten, eben alle in Österreich-Ungarn lagen. Und die Annäherung an Frankreich vollzog sich in zwei Schritten. Zunächst in einem Handelsvertrag mit Tunis, wo ja die Franzosen waren, und zwei Jahre später dann sogar mit Frankreich selbst. Und damit löste sich Italien auch so allmählich von den Bindungen des Dreibundes und man löste sich vor allen Dingen von dem Deutschen Kaiserreich und Österreich-Ungarn hin zu anderen Bündnispartnern in Europa. In der Innenpolitik gibt es dann im April 1897 den Versuch, den König zu ermorden. Dies schlägt noch fehl. Einen Monat später gibt es einen Generalstreik in Mailand, der dann allerdings vom General Beccari blutig niedergeschlagen wird. Die Regierung von Rudini kann sich auch nicht länger halten und sein Nachfolger wird General Luigi Girolamo Pellù, der vor allen Dingen zum Ziel hatte, den König und sich selbst zu stärken und ein autoritäres Regime zum Ziel hatte. Das allerdings kann er nicht durchsetzen und 1900 in den Wahlen wird er dafür auch abgesägt, wenn man das mal so sagen kann. 1900 ist aber auch aufgrund einer anderen Tatsache ein spannendes Jahr in Italien. Am 29.07.1900 wird König Umberto I. ermordet von Gaetano Bresci, das war ein Anarchist. Aber dieser Mord sollte im Nachhinein eben eine Wendung der Politik geben. Umberto I. galt als sehr konservativ, sein Sohn Vittorio Emanuele III. Allerdings als liberal und damit konnte in der Folge ein Demokratisierungsprozess vorangetrieben werden. Wie dem jetzt auch sei, 1901 übernimmt Giuseppe Zanardelli, hier oben zu sehen, die Regierungsgeschäfte und sein Innenminister wird Giovanni Giolitti, der dann ab 1903 für knapp ein Jahrzehnt die italienische Politik prägen sollte. Giolittis Idee ist es eben, die Arbeiterorganisation in den Staat allmählich zu integrieren und so auch allmählich eben den Staat zu einem Ganzen zusammenzuführen, denn noch immer gab es quasi eine Schere zwischen zwischen den Arbeitern, die sich aber nicht so wirklich mit dem Staat identifizieren konnten, und dem Bürgertum, dem reichen Bürgertum, die den Staat ja im Grunde bis jetzt gebildet haben. Und damit ist man jetzt im 20. Jahrhundert angelangt, und wie es dann weitergeht, sieht man dann in den kommenden Videos.